Canyon. Ich bin jetzt irgendwie bei Zelda Ocarina of Time. Na gut. Gehen wir da jetzt nochmal hin. Ikana Canyon. Da ist eine Fee, das weiß ich. Und die andere ist in dem Tempel. Das heißt, wenn ich dann da nochmal hingehe, habe ich zwei Feen und ich würde sagen, das reicht dann. Würde ich sogar sagen. So, zwei Feen würden reichen und dann geht der Kampf erneut los. Und dieses Mal versuche ich alles, aber auch wirklich alles zu geben. Und dann besiegen wir ihn. Und die Fee haben wir jetzt eingefangen. Und ich sollte irgendwie meine Herz nochmal auffüllen. Wollen wir mal sehen. Ach ja. Ja, das auch noch. Auf jeden Fall wäre jetzt nicht schlecht. Jetzt leckt's ein bisschen. Wenn ich diese Teile hier einfach mal treffe, die geben immer drei Herzen. Das ist das super Gute. Jetzt besiege ich den einen nochmal. Also ich würde dann sogar sagen, das würde ich locker schaffen, weil es war ja knapp, fast wären die ja zerstört worden. Durch meine Power, ne? Boah, ne. Ist nicht schlecht. Und auf jeden Fall kommt jetzt diese geile Musik, die liebe ich einfach. Das ist die beste Musik in Zelda Majora's Mask. Wie ich finde persönlich, ich mag diese Musik. Königlich einfach. Taya kommt wieder mit der Schweinemaske, die ich jetzt zwar habe. Und durch diesen Bug hier musste ich ja die jetzt cheaten. Na gut. So. Da ist jetzt der Krug. Krug der Hoffnung. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los, jetzt bekommt er einen auf den Arsch. So, und zwar die Maske des Giganten. Maske der Giganten, so. Okay, wir kämpfen also wieder gegen zwei Würmer. Ziel ist es, den Schwanz oder den Kopf zu treffen. Und anscheinend braucht man sehr viele Treffer. Ikana Canyon ist, glaube ich, ne Quatsch, Felsenturm, so. Ich hoffe, die Steine sind doch wieder richtig angeordnet. Und das ist noch verdreht, wenn nicht, das wäre schon blöd, aber ich denke mal, wird schon so sein. Wenn nicht, dann, ne doch, glaube, muss doch. Ja, gut. So. Was? Oh, nee, was ist das denn für ein Scheiß? Na gut, mache ich das auch nochmal schnell. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. So, stelle ich nochmal auf die Mitte. Ich weiß nicht, ob... Kann ich das Lied noch? Perfekt, ich habe so lange gespielt, dass ich es jetzt noch kann. Nach ein paar Monaten. Das ist schon mal nicht schlecht. Elegie des leeren Herzens. So. Scheiße, jetzt muss ich auch noch das andere herholen. Oh ne, es kotzt mich an, sag jetzt nicht. Es ist so ein Kack, ganz ehrlich. Jetzt muss ich das nochmal spielen. Das kotzt mich gerade an. Also sowas. Oh ey, das kotzt mich sowas von an. Jetzt muss ich diese ganze Scheiße nochmal machen. Das kostet jetzt wieder Zeit. Mache ich ein paar Parts wieder in Leerlauf. Egal. So, jetzt geht das wieder weg, jetzt geht das wieder dahin. Und dann muss ich den Knopf hier zuerst drücken. So, spiele ich das Lied. Was war's jetzt? Ah, so. So. Jetzt brauche ich nochmal eine andere Form. Nehmen wir den Goron. Hä? So, jetzt aber. So, ein bisschen Geschwindigkeitsbegrenzung raus. So, jetzt müsste es klappen. Jetzt müsste es funktionieren. Und dann wirklich der Endkampf jetzt gegen den Wurm. Gegen die Würmer, sorry. Wenn das jetzt nicht klappt, dann... Ah, dann bin ich wirklich schlecht. Wenn ich das mit zwei Feen nicht schaukeln kann. Mal sehen, ob ich eine Fee verliere.
Bin mal gespannt. Ich bin mit allen eigentlich reingegangen. Und was soll diese Kacke jetzt schon wieder? Mal endlich. Oh, jetzt fehlt mir ein bisschen Magie. Das Hauptproblem wäre, wenn ich keine Magie einsammeln und also wenn ich die Magie irgendwie nicht richtig einsammeln kann. Okay, das lasse ich erstmal weg. Lauf zum nächsten schon mal so ein bisschen hin. Wenn er aus dem Boden kommt, dann verwandle ich mich und schlag ihn schnell. Das ist eine gute Taktik. Ich weiß nicht, wo er ist. Da ist er. Verdammt, ich wollte. Na gut, wie du willst. Stirb doch! Immer noch nicht tot. Oh. Verdammt, wo war der Block jetzt, den ich zerstören wollte? Ich sehe ihn nicht mehr. Mist. Es gibt keinen Block mehr, oder was? Das heißt, es ist letzte Energie. Ich versuche, ihn mit dem Bogen umzubringen. Oh, verdammt, Dämmerung des letzten Tages verläuft jetzt. Das ist schon schön für dich. Hier war doch ein Block noch. Oder hat er den zerstört? Verdammt, dann... Nee, oder? Scheiße. Es gibt keine Energie mehr. Und der Mond macht wieder Stress. Das sieht nicht gut aus. Scheiße, 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 komm schon. Das war ein Treffer. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe keine Energie mehr. Das heißt, jetzt oder nie. So, den letzten Schluck der Energie hebe ich mir noch auf. Jetzt muss ich mit den Pfeilen treffen. Ach du Kacke, es wird knapp. Es ist sehr schwer jetzt. Ja! Treffer. Komm weiter hier hin. Nein, nicht so weit. Ja, das ist schon besser. Ah, das war zu weit weg ein bisschen. Wo er jetzt landet, er versucht noch einen Angriff. Wo ist er? Da ist er. Perfekt. Das könnte klappen. Ja! Los, jetzt noch ein paar Treffer. Dann ist das Teil weg. Ist das Teil weg, dann ist das Teil weg. Oh nein. Wow! Jetzt! Ja! Bäm! Ich hab's geschafft! Super Taktik von mir. Nein, ich war ein Scherz, ich war irgendwie schlecht. Konnte die Teile nicht richtig treffen und dann besiege ich ihn in einer kleinen Form mit Pfeilen. Das ist unglaublich. Und somit ist das Let's Play jetzt wirklich beendet. Aber wirklich. Das kleine Extra, was ich hier noch rangemacht habe, das war wirklich nötig, weil... Oh, ich bekomme sogar noch ein Herzteil. Ta-da-da-da! Und somit sage ich, das Let's Play ist beendet. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Mal sehen, welches das ist. Bis dann.